In Duisburg wurden im Jahr 2015 über 4000 Fälle von Körperverletzung polizeilich erfasst. Die Hemmschwelle, eine Person körperlich anzugreifen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Der nächste Funkspruch ist erst der Auftakt für weitaus schlimmere Straftaten, mit denen die Beamten Toni Gonzales und Jan Yildiz heute konfrontiert werden. 15:27 hört. Fahrt in die Alfredstraße 10. Eine Anke Werners meldet einen Angriff auf einen Mann. Sonderrechte frei. Ja, Alfredstraße 10, verstanden. Sonderrechte frei bedeutet, die Polizisten dürfen Blaulicht und Martinshorn benutzen. Voraussetzung ist immer eine Notlage vor Ort. Die Beamten werden hier von einer Gruppe aufgebrachter Frauen erwartet, die gerade einen Mann attackieren. Mein Name ist Anke Werner. Mein Schwiegersohn, der scheint ein Schwierigkeiten zu sein. Da sind Frauen, die den da angreifen. Kennt euch doch gar nicht. Hallo! Hey. Hallo! Hey. Hallo. Hey. Hallo. Hallo, die Polizei hey. Nicht durch! Als Toni und ich dann hier auch angekommen sind, hatten wir die Information, dass hier ein Mann angegriffen wurde und haben dann auch schon lautstarke Schreie aus dem Vorbereich des Hofes hören können. Sind direkt hin und haben dann wirklich vier hysterische Frauen auf einen einwirken sehen. Dieser Mann hatte dann auch einen Hammer in der Hand. Sind Toni und ich erstmal dazwischen gegangen und haben auch erstmal lautstark schreien müssen. Gut, dann einmal bitte Ruhe geben. Danke Ihnen. Mein Gott, ey. So, der Reihe nach. Was ist jetzt passiert? Bitte. So, kommt gerade von der Arbeit, ja? Ja. Die tauchen auf, pöbeln mich an, greifen mich hier mit dieser Schere an. Und jetzt, was mache ich denn? Wer war das denn mit der Schere? Die ist nicht mehr hier. Keine Ahnung. Daniel, was ist denn da passiert? Ja, die haben mich angegriffen. Die tauchen hier auf. Ich habe keine Ahnung, wer diese Tote sind. Das Opfer steht wegen der Stichwunde unter Schock. Die mutmaßliche Täterin ist flüchtig und offenbar gefährlich. Die Anruferin ist auch die Schwiegermutter des Opfers. Sie ist angesichts der Vorkommnisse völlig sprachlos. Und jetzt mal für mein Verständnis, wer sind Sie? Wir sind alle von ihm betrogen worden. Er hat mit uns allen geschlafen, uns die große Liebe versprochen. Ich kann uns hier auch mal beweisen auf dem Handy. Okay, gut, ist ja auch egal. Sie müssen auch keinen Kommentar geben. Sie jetzt bitte auch erstmal nicht. Danke. Das heißt, Sie wurden alle vier von ihm betrogen. Ja, uns allen gesagt, dass er uns liebt und dann lässt er uns fallen. Okay. Und er ist auch noch verheiratet. Okay, und ist auch noch verheiratet. Sich auch noch nicht mal. Ja, und das ganze Problem ist, und deswegen muss man hier einen Menschen gefährlich verletzen. Okay, gut, das ist uns auch egal. Wir bekommen jetzt erstmal von allen einmal die Ausweise. Hintergrund der ganzen Geschichte war wohl, dass der Herr Simmerling mit allen oder mit mindestens allen vier anwesenden jungen Damen eine Affäre hatte, die auch jeweils im Glauben gelassen hat, dass das was Ernstes ist. Parallel ist natürlich auch noch verheiratet mit der Tochter der Mitteilerin. Da konnten wir natürlich schon verstehen, warum da so viele Emotionen im Spiel war. Ich mache mir Sorgen, wo meine Tochter ist. Die Christina, die ist nicht hier. Ihre Tochter? Ja. Hast du schon geschaut? Nee, ich habe noch nicht geguckt. Gut, dann bleiben Sie jetzt einmal bitte ganz kurz hier. Ja. Dann schauen wir nämlich jetzt auch, wenn die Kollegen jetzt einmal nämlich da sind. Weil hier so unbeaufsichtigt lasse ich sie hier definitiv nicht stehen. Hi. Wir müssen einmal kurz ins Haus gehen. Du, nein, Schwein, was ist denn los? Total hysterisch. Haben wir auch Verständnis für danke Ihnen. Die Sanitäter kümmern sich um den Geschädigten. Die Beamten haben erfahren, dass die Ehefrau des Opfers vermisst wird. Im Haus der verschwundenen Frau hoffen sie auf Hinweise zu stoßen. Okay. Weißt du, mit dem Glas da, das zum zerbrochenen... Weiß ich nicht, also ich mach mir Sorgen. Ja, aber ist das... Da ist auch Blut. Da ist auch Blut dran. Einmal, gehen Sie mal bitte ganz kurz zur Seite. Für uns war jetzt die Situation noch nicht ganz klar. Wir hatten einmal das zerbrochene Glas mit Blut. Wir wussten nicht, wem das Blut gehört. Wie heißt Ihre Tochter? Christina. Christina, hallo! Und hatten auch noch Wasserfußspuren über die Terrasse in Richtung Garten. Die verliefen sich aber dann. Und deswegen brauchten wir auf jeden Fall die Spurensicherung, um Klarheit da zu bekommen. Jetzt noch mal kurz. Ich ruf schon mal die Spuse, ne? Fragt. Kurz für unser Verständnis. Also das heißt, Ihre Tochter und Ihr Lebensgefährte oder Ihr Mann wohnen hier? Genau. Okay, und Sie wurden wie verständigt oder haben das Ganze mitbekommen? Ich wollte mich eigentlich mit meiner Tochter treffen heute. Ja. Und dann kam ich und da waren diese Frauen dann da und haben meinen Schwiegersohn angegriffen. Wissen Sie, also waren das jetzt nur diese vier Damen oder waren da noch andere dabei? Weil Ihr Schwiegersohn sagte gerade auch noch, dass die Person wahrscheinlich nicht mehr hier ist, die ihn angegriffen hat. Nein, da waren keine anderen. Waren keine anderen? Nee. Okay, gut. Die bisher gefundenen Spuren deuten auf eine mögliche Straftat hin. Bevor das Opfer abtransportiert wird, will Jan Yildiz offene Fragen klären. Gut, wissen Sie denn, wo Ihre Lebensgefährtin sein kann? Nein, also, drinne ist es nicht und vorab... Wo ist meine Frau? Da gab es auch... Ich hab eine SMS bekommen. Darf ich einmal ganz kurz? Was ist denn da? Das kann nicht sein.
Das kann nicht Christina geschrieben haben. Was ist denn? Das ist nicht Christina. Danny Boy, ich habe genug von deinen Affären. Ich bin weg, Christina. Das klingt ja so, als wenn sie es mitgekriegt hätte. Wer ist das? Das ist alles klar. Erstens, Danny Boy. Christina nennt mich niemals Danny Boy. Hast du jemals erlebt, dass ich Danny Boy genannt worden bin? Okay. Christina ist sowieso gut, nicht jemand, der in so einem Drache-Fanzug oder sowas das muss mir aufgenommen. Er wird jetzt auch. Wo geht's jetzt für euch hin? Ja, aber wie? Verstehe ich jetzt nicht. Sie haben doch eine SMS. Direkt zentral. Okay. Wie das Handy wurde geschult? Ich habe zwei Handys. Zwei Handys. War auch wieder eine ganz verworrene Geschichte, dass angeblich ein anderes Handy von ihm weggekommen sei. Aber nach nochmal mehrmaligen Nachbohren von Can und mir hat er uns dann, ich sag mal, zugeflüstert, dass er ein Zweithandy hatte, so ein typisches Fremdgeh-Handy. Und komischerweise aber die Nachricht von diesem Handy. Es kann nicht sein, dass diese SMS kommt nicht von Christina. Hundertprozentig nicht. Okay. Das heißt, also warum Sie sich so sicher sind, wollen Sie uns damit jetzt sagen, dass Christina gar nichts von diesem Handy weiß? Richtig, das heißt, sie weiß nichts von diesem Handy. Okay, gut. Fällt Ihnen sonst noch irgendjemand ein? Weil wenn nicht, weil dann müssen wir jetzt den ganzen Sachverhalt auch mal gleich weiterleiten. Dann würden wir eventuell noch mal gucken, ob die K-Wache dann noch mal die Nummer rausbekommt und wer dann eventuell diese Nachricht geschickt Bitte. Hat. Wir haben jetzt vor Ort das so geregelt, dass die Schwiegermutter vom Herrn Simmerling vor Ort bleibt und auf die Kriminalpolizei wartet, auf die Spurensicherung. Und wir mit den vier Störerinnen zur Wache fahren und da die Kripo dann mit der Vernehmung anfangen lassen. Es kann nicht sein, dass wenn sie betrogen werden, andere Menschen hier irgendwie angreifen und dann auch noch mit einem Messer. Also verstehen Sie, da hört bei mir auf. Und deswegen gehen wir jetzt einmal alle bitte auf die Wache. Keine Diskussion, einmal weg bitte. Danke. Erst jetzt macht die Schwiegermutter dem Opfer wegen seines unmoralischen Verhaltens Vorwürfe. Die Vernehmung der mutmaßlichen Täterinnen übernehmen die Kommissare Klaus Schäfer und Bora Aksu. Die Polizisten ermitteln dabei überraschende Informationen. Heute haben Sie sich ja mit fünf Frauen getroffen. Wie ist das zustande gekommen? Ja, ich wurde eingeladen in eine Facebook-Gruppe und habe die Einladung akzeptiert. Und da haben wir uns dann verabredet. Ich kann Ihnen das auch mal zeigen. Und der Grund der Verabredung ist jetzt was? Ja. Erzählen Sie mal. Wir wurden ja alle von dem netten Herrn betrogen. Und haben uns dann einfahren lassen, die Frau mal zu besuchen und der die Wahrheit zu erzählen über ihren tollen Mann. Ja, aber dann haben Sie heute die Frau ja nicht angetroffen, sondern Sie haben ihn angetroffen. Leider, genau. Ja, dieser Fall ist wahnsinnig dubios. Irgendwie vier, fünf Frauen, die eine andere Frau im Grunde genommen davon überzeugen wollen, dass der Mann ein Ehebrecher ist. Dann stechen sie ihm die Schere ins Oberschenkel, dann ist die Frau weg. Also wir wissen gar nicht, was Sache ist. Eine war dabei, die hieß Lisa, eine hieß Nicole, eine hieß Michelle. Ja, und eine ist weg. Ja. Ja, was ist mit der, die weg ist? Ja, kann ich nicht genau sagen. Die war auf jeden Fall diejenige, die dem netten Herrn die Schere da ins Bein gerammt hat. Und dann war die auch verschwunden. Nach meiner Einschätzung hat die Janina Liebig mit dem Verschwinden von Frau Simmerling nichts zu tun. Sie hat sich uns gegenüber sehr kooperativ gezeigt und auch wirklich nicht den Eindruck vermittelt, dass sie da nervös war oder irgendetwas damit zu tun haben könnte. Sie waren auch nicht im Haus? Nein, wir waren nur vor dem Haus. Im Was Haus das waren denn wir überhaupt nicht. Ich habe mal eben hier drauf gedrückt auf eine Janina Duff. War das die fünfte Frau, die weg ist? Ja, das ist die. Und wer ist das? Ja, vermutlich die Frau, ne? Das passiert, wenn eine Frau sich mit Danny Boy einlässt. Guck mal, die ist da gefesselt. Hat da auch ein bisschen Blut an ihrem Arm. Ja. Das könnte doch die Frau sein. Ich bin auch die Mutter von der Christina. Ich habe gerade einen Anruf von meiner Tochter bekommen. Er hat um Hilfe gerufen und Setzen Sie sich mal ganz kurz. Dann war der Anruf ganz abrupt abgebrochen. Ist das Ihre Tochter? Mein Gott, ja, das ist meine Tochter. Das ist sie? Ja. Er hat eben angerufen und um Hilfe geschrien und dann war es abgebrochen plötzlich. Sie hat sie von ihrem Handy aus hat sie angerufen. Genau. Hat die Telefonnummer gerade da? Können Sie mal gehen? Die Mutter konnte uns dann vor Ort sagen, von welcher Telefonnummer aus sie angerufen worden ist. Und mit dieser Telefonnummer habe ich über den Staatsanwalt eine Handyortung beantragt, die er uns auch sofort genehmigt hatte, weil ein Verdacht auf eine Entführung lag ja vor. Und diese Ortung wurde dann von uns auch durchgeführt. Der Anschluss zu dieser Telefonnummer wird einem Daniel Simmerling. Ja, das ist Ihr Sohn. Das ist Ihr Sohn. Mein Schwiegersohn, ja. Ist die Karte auf ihn gemeldet und sie benutzt die. Das kann sein, ja. Also der macht meistens immer alles so. Gut. Okay. Gib mir mal die Nummer bitte. Wir hatten bisher nur die Information, dass die Frau Simmerling verschwunden ist. Sie wollte sich ursprünglich mit ihrer Mutter treffen. Nun haben wir die fünfte Person ausfindig machen können. Und auf ihrem Profil konnten wir ein ganz aktuelles gepostetes Bild sehen, wo die Frau Simmerling drauf zu sehen war, gefesselt und auch
mit Blut an den Armen. Da müssen wir natürlich ganz schnell handeln und hier kommt es auf jede Minute bzw. jede Sekunde an. Bergstraße Ecke Stollenkamp steht hier, Daniel Simmerling, genau. Sieht nach einem Strebergarten hier aus. Das ist direkt in der Nähe von der Arbeitsstelle von dem Daniel und meinem Schwiegersohn. Der arbeitet da in der Nähe? Ja. Gut, okay, nee, dann wir fahren da am besten mal gleich hin. Hin, ne? Ja? Okay. Kann ich da mitfahren? Nee, nein, Sie müssen leider hier bleiben. Das ist reine Polizeiangelegenheit. Ja, dann bringen wir Sie hinterher wieder her, glauben Sie es mir. Die Beamten haben eine heiße Spur ermittelt und wollen diese schnell überprüfen. Das SEK wird zunächst nicht eingeschaltet, da die Situation noch zu unklar ist. Bevor sie in die Schrebergartensiedlung gehen, planen sie präzise ihren Einsatz. Noch ahnen sie nicht, dass sie dem Täter schon dicht auf den Fersen sind. Gucken wir da mal zuerst rein. Also wir suchen, ich würde dich ja einfach mal bitten, hier zu bleiben, dann gehen wir zu dritt dahin. Ja. Können wir uns noch mal ein bisschen aufteilen. Noch mal ganz kurz, wir suchen eine Frau, die ist die Frau Christina Simmerling, die ist weg. Ja. Und vermutlich entführt worden von jemandem, den wir nicht kennen. Und irgendwie soll das hier hinten sein. Nur wenn ihr eine Frau seht, aufpassen. Die Gegebenheiten vor Ort erfordern, dass sich die Beamten in kleinere Gruppen aufteilen. Sie erhoffen sich so, mögliche Fluchtwege in dem verwinkelten Gelände besser blockieren und überwachen zu können. Keine Ahnung. Lass dich auch mal gleich fragen. Ja, putzig. Daniel! Was, ist das Daniel? Das ist der Daniel, das ist hier mein Schwiegersohn. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal stehen. Ja. Was machen Sie hier? Ich hab überlegt gehabt, wer mich Danny Boy genannt hat. Und dann ist es mir eingefallen. Es gab eine von meinen Affären, die mich immer Danny Boy genannt hat. Und das war die Jennifer. Und 100% hat Jennifer mit Nachnamen? Ich weiß es nicht mehr. Wie kommen Sie hierher? Wie sieht die aus? Ich bin jetzt hinterher gefahren. Ich habe Sorgen gehabt, weil Sie eben gesagt haben, das ist ja hier in der Schrebergartensiedlung. Es geht hier um meine Ehefrau. Sie haben sich jetzt nicht meine Privatangelegenheit einzumischen. Ja. Sie bleiben mal ganz ruhig. Ich möchte meine das, Frau was hier gerade passiert ist, ist eine Entführung. Und da sind Sie ganz außen vor. Sind Sie sicher, dass es eine Entführung ist? So scheint es auszusehen. Ja, dann kommst du mit. Was heißt, wo müssen Sie hin? Du hast sie so ich möchte in das Gartenhütchen, wo wir uns mal getroffen haben. Sie bleiben zurück. Das Verhalten von ihm, seine Ehefrau retten zu wollen, in Anführungsstrichen, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Klüger wäre es allerdings gewesen, die Polizei zu informieren über sein Vorhaben. So können wir die entsprechende Örtlichkeit zielgerichtet direkt unter die Lupe nehmen und schauen, ob wir da etwas finden können, was uns weiterbringt. Sieht mir noch offen aus, ja. Da muss jemand da drin sein. Da schreit doch jemand. Christina! Hallo? Christina! Können Sie aufmachen? Nee, sie ist gefesselt. Sie kann nicht reingucken hier. Christina! Hier ist der Schloss. Nein, ganz ruhig. Sie bleiben mal bitte zurück. Also, komm, stehen Sie auf. Ich kann nicht, ich bin gefesselt. Das ist meine Frau. Ja. Was ist denn hier los? Gehen Sie mal raus. Die Christina Simmerling, die war fix und fertig. Sie war aufgelöst, sie hat geweint, sie hat geschluchzt. Sie war total, sie konnte das Ganze nicht wahrhaben. Mir schien, als wäre sie auch mit der gesamten Situation sehr unglücklich konfrontiert worden. Können Sie aufstehen? Ja. Gehen Sie mal raus. Geht's Ihnen soweit ganz gut? Ja, sie hat mich am Arsch geschnitten, als ich mich wehren wollte. Wer ist die? Irgend so eine Frau. Christina, tut mir leid. Ich wollte das alles nicht. Wir sind dann rein, haben sie entfesselt, haben sie rausgeholt. Sie war völlig aufgelöst und hat dann uns erzählt, was ihr widerfahren ist. Ich stand im Wohnzimmer und dann kam so eine Frau von hinten und hat mich mit dem Messer bedroht. Und dann wollte ich mich noch wehren und dann hat sie mich am Arm aufgeschnitten. Die Christina hat uns dann sehr ausführlich erzählt, wie sie entführt wurde, wie sie hergebracht wurde. Und nachdem sie dann gefesselt wurde, sei diese Frau dann weggefahren und wollte irgendetwas einkaufen. Hat mir Texte gezeigt und irgendwelche Bilder von meinem Mann. Wissen Sie, wo sie hin ist? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Dann ist sie! Ja, oh. Hallo. Bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Ja, okay, ganz ruhig. Das hat keinen Sinn. Das hat echt keinen Sinn. Bitte. Bleiben Sie kurz. Hey! Bleiben Sie stehen! Als ich auf sie langsam zugegangen bin, hat sie vorsichtige Schritte zunächst erstmal zurückgewagt und sich dann doch dazu entschieden, die Flucht zu ergreifen. Der Kollege von mir hat dann eine Abkürzung genommen, ist quasi hintenrum, hat ihr den Weg abschneiden können und so haben wir sie festnehmen können. Ich bin doch hier nicht die Verrückte. Was hast du mir angetan? Du bist völlig verrückt.
Ich bin doch alle, oder was? Was hast du mir angetan? Du bist krank, du gehst in die Klasse. Um dir das zu zeigen, um euch zu retten. Ach, um mich zu retten, das denn zu retten, oder was? Ja, natürlich, weil er euch alle verarscht hat. Ja, Frau Duff hat hier offensichtlich aus Liebe gehandelt. Also ihre Beweggründe waren rein emotional. Ist immer ein bisschen schwierig, mit Gefühlen umzugehen, aber nichtdestotrotz, solange andere unbeteiligte Menschen dabei verletzt werden, zu Schaden kommen, habe ich da gar kein Verständnis für. Was willst du mir denn von Liebe erzählen? Ja. Du betrügst mich mit mindestens 8 Frauen und erzählst mir aber was von Liebe, oder was? Liebe war nur dich. Du bist die Einzige. Ach so, deswegen bist du da nicht treu, oder was? Den gleichen Scheiß hast du ich schon mal gemacht. Ich wollte das alles doch nicht. Für dich erstmal einen Krankenwagen jetzt. Die Frau Duff, die wird sich vor Gericht wegen Körperverletzung, wegen schwerer Körperverletzung, wegen Freiheitsberaubung und wegen Entführung vor Gericht verantworten müssen. Und die machen sich am besten mal auf den Weg auf die Wache. Wir werden auch gleich vor Ort sein. Da werden wir mal ein paar Fragen stellen müssen, ja? Weil ihre Gefühle verletzt wurden, hat die Täterin die Ehefrau ihres Geliebten entführt und sie gequält. Aufgrund der Schwere ihrer Taten ist eine Verurteilung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe möglich.